Wie viele Jungtiere gibt es insgesamt bei Hagenbeck? Viele. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also wir haben alleine schon hier ungefähr 20 Präriehundbabys, die drei Bisons, die Kamelen, Känguru, Hirsche, Hirschziegenantilopen. Also es ist eine Menge da. Gab es irgendwelche Komplikationen oder verlief alles nach Plan? Also hier bei den Bisons und auch bei den anderen Geburten bis jetzt im Tierpark in diesem Jahr verlief das alles völlig nach Plan. Es gab keine Komplikationen und die Jungtiere wachsen auch alle gut auf bis jetzt. Liegt Ihnen eine Tierart oder ein Nachwuchs besonders am Herzen, weil das vielleicht selten vorkommt? Also was für mich natürlich was ganz Besonderes ist, weil wir da ganz viele Jahre drauf hingearbeitet haben, sind die beiden Orang-Utan-Babys. Die sind jetzt schon ein bisschen älter, also nicht dieses Frühjahr geboren, sondern im letzten Jahr. Aber das ist ganz was Besonderes. Wir hatten die letzten davor 2004 und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Hat Corona und die Ruhepause von Hagenbeck Auswirkungen auf die Fortpflanzung? Nein, soweit ich das beurteilen kann, nicht. Dankeschön. Bitteschön.